probiert und boah, wunderschön und der muss sitzen. Ey, nein. Nee. Oh. Herzlichst willkommen zu einer weiteren Folge Pro Clubs. Oh, fast getroffen. Aus dem Pro Club sind wieder mit dabei Basti und Mats. Jo. So, letztes Spiel ganz knapp verloren und wir sehen hier gerade das Stadion von der Mannschaft. Die spielen nämlich auswärts anscheinend und das ist nicht gut. Sieht scheiße aus, das Stadion. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass die auch scheiße spielen. Die gleiche Position. Oh, regnerisches Wetter und ganz klar, ein Dreier muss her. Basti ist Kapitän. Mit ihm als Kapitän haben wir immer gewonnen. Deswegen. Oh, wie meiner hier. Alter, Alter. Nein, jetzt mach's. Ah. Oh Mann. Geht schon gut los. Oh Gott. Wieso habe ich denn jetzt eine 5,9er Bewertung? Das kann ich jetzt schon wieder nicht verstehen. Ich habe doch gerade so geil gespielt. Ja, erst einen Angriff eingeleitet und so. Oh, schöner Kopfballgewinn. Ah, oh, schade. Oh, wir hatten jetzt aufgelegt. Basti, oder? Basti, noch da? Okay. Oh! Nein! Nein! Okay, einer weniger anscheinend. Aber er spielt noch. Dadurch ist natürlich das Zusammenspielen ein wenig schwieriger, aber kann noch weiter klappen. Deswegen kann ich auch immer nur sagen, wenn ihr bei uns mit dem Pro Club seid, seid am besten auch mit in unserer Skype-Konfi, weil das Zusammenspiel halt dann immer besser ist und die Chance auf einen Gewinn, auf drei Punkte oder einen weiteren Platz im Pokal ist natürlich dann besser garantiert, sag ich jetzt mal. Und jetzt Mats, wie er sich durchtankt, wie er an den Spielern vorbeirennt und jetzt den Abschluss. Nein! Oh, Basti kommt. Oh! Gute Stellung, Spiel, aber leider nicht. Wie beim 5:0, da haben wir ja auch nicht getellt und darum haben wir verloren. Ja. So. Stimmt. Ja, ja. Ach man, komm schon, da muss doch was passieren. Boah, starker Torwart. Oh, ich renn immer am Ball vorbei, ne? Das ist schlimm, ist das. Boah, was macht der manchmal? Der läuft irgendwie nicht wirklich immer. Man macht irgendwas Komisches auf der Stelle. Hä?
Kommt schon. Boah. Schlecht von ihm. Also langsam müssen wir hinten sicherer werden und vorne aggressiver, ne? Das kann so nicht lange gut gehen. Vor allem sind so ein blödes Pissstadion, die können nicht gut sein. Sind auch eigentlich nicht. Ey, genau dann fällt das Tor, wo ich gerade sagen würde, sind auch eigentlich nicht so gut. Alter, dass die auch immer so eine behinderte Jubel machen müssen, ey. Ohne Spaß. Nee, nee, nee. Ein weiter? Oder? Ach, keine Ahnung. Aber die Schussposition war auch nicht die geilste. Also, meine Fresse, ist das. Ist das hier ein Gegurke? Das ist doch. Boah. Ja, erobert den. Sehr gut. Und jetzt. Ey, mein. Wie passt man da mal hoch? Hoher L, B und Y. Echt? Okay. Nee, 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 nee. Oh. Wie er gefoult wird. Gut. Ey, so ein Scheißpass. Rage hier gleich. Kann eigentlich wahr sein. Wir gewinnen. Nicht so ein Dreck hier sehen. So ein Scheiß aber auch. Ey. Zwei Schüsse nur. So, jetzt. Ja. Komm, jetzt. Nein. Ach, komm. Soll der Scheiß. Poker prägt mich nicht auf. Nein, nein. So. Okay. Kommt da nicht ran. Scheiß Regenwetter kommt auch noch dazu. Ich hasse mit Regen, im Regen ja. Zu spielen bei FIFA. So ein Dreck. Wir haben noch nie im Schnee gespielt. Ja, stimmt. Müssen wir machen. Jetzt. Ah, ey, da fällt man auch noch hin. Das ist doch. Da bin ich wieder. Oh, Basti. Okay. Ich habe gerade ziemliche Probleme mit meinem Skype.
Komm, wir drehen das Spiel noch. Schaffen wir. Jo, wir schaffen es. Basti, spielst du noch oder ist das. Oder wollte. Nee, ich spiele noch. Okay. Oh nein. So, jetzt. Jetzt nach vorne. Wenn noch nicht. Das. Oh. Oh! Oh nein. Ich doch Hättest. ein Licht darum. Hättest mich den Ball nehmen lassen müssen. Ich war noch hinter. Na, ich bin irgendwie vorbeigerannt mal wieder. Der Spieler rennt immer am Ball vorbei. Schon wieder sind wir beide am Ball vorbeigerannt. Kann doch nicht wahr sein. So Hä, ein was? Scheiß. Der fault und dann spielen die kriegen Freistoß. Die hacken doch alle Holz, ey. Die hacken alle Holz, das sag ich euch. Jetzt wird's was. Ja, okay, es wird nichts. Oh! Boah, hast du da den Ball bekommen? Ich kann mich noch dran erinnern, in irgendeiner Folge hat, ich glaube, Moritz ein Tor gemacht, weil der Torwart gegen ihn gepasst hat und der, keine Ahnung, mit dem Arsch oder so reingemacht hat. Das Spiel hat sich so umgedreht, der Torwart macht einen Abschlag, der Ball So. kommt gegen Arsch und der geht rein. Das war ein geiles Tor. Aber gerade leider nicht so passiert und, boah, wunderschön und der muss sitzen! Ey, Nein. nee. 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 Ey. Oh. Wenn wir Chancen haben, ne? Das sind die meistens richtig gut, wenn wir zum Abschluss kommen. Aber nein, sie gehen ja nicht rein. Wieso auch? So ein Dreck. So einen Dreck. Wenn du flankst, dann flank. Boah, Oh Basti, Scheiße! Warte. Oh. Gott! Alle nein. sind heute chancentot. Alle. Oh. Das ist jetzt aber unfair. Das ist ja richtig, richtig, richtig scheiße. Ja, Keeper hätte das gehalten. Da kommt hier was überall. Wieso ist Patrick nicht da? Er hätte mich nicht enttäuscht. Oh, was macht. Ey, was macht meiner denn? Der nimmt den Ball nicht mit. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ich habe eine 4,4er Bewertung. Was? Ein dicker Klumpen im Klo. Fehlen mir gerade echt die Worte dazu. Abseits? Ja, abseits. Beide. Ah, so ein Dreck. Langsam wird's witzlos, dass wir sogar so eine Spiele hier verlieren, die eigentlich alle nicht schwer sind. Das ist die Scheiße. Die sind eigentlich alle machbar, die Spiele, die wir bis jetzt hatten. Hätte auch sicher.
Hast du dich gezerrt? Ansonsten wird es bei uns, so auch wie bei Braunschweig, ein harter Kampf um den Abstieg. Eigentlich wollten wir einen Aufstiegskampf oder so machen. Das hat sich das Ganze gedreht bei einem vierten Spiel dieser Saison. Ja, wenn wir Braunschweig und die Freiburg wären, dann. Wir müssten mit Braunschweig-Trikots spielen, das ist authentischer. Oder mit Freiburg-Trikots, dann wissen wir, dass wir den Abstieg vermeiden. Oder mit Köln-Trikots, dann wissen wir, dass wir den Aufstieg schaffen. Ah, das ist doch so ein richtiger Rotz. Oh Mann. Oh. Ey. Da ruppt der mich um. Bäm. Unverdient. Hätte ich mir auch hochgeben. Du hast Ibrahimovic auf deinem Rücken stehen, machst aber nicht so viele Tore wie er. Das kann nicht wahr sein. Wo Ibrahimovic draufsteht, muss auch Ibrahimovic drin sein. Deshalb habe ich Dresden hinten drauf stehen, weil ich keine Tore schieße. Ich habe bei mir Janodopoulos draufstehen, weil. Ja, Janodopoulos schießt auch keine Tore. Alter, eine 4,5er Bewertung. Ist das mies oder ist das mies? Alter Schwede. Basti, was hattest du? Ja, ich hab vergessen zu gucken, aber irgendwas unter 5. 5,7. Aber mehr 6, 5,6. Oder nee, warte, oder? Nee, warte, du hattest. Warte. Ja, nee, 5,6. Er hatte 5,6. So, also ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.